Cyberport präsentiert das Moto X-Force von Motorola. Egal wie teuer oder robust ein Smartphone ist, die größte Schwachstelle ist immer der Bildschirm. Einmal aus der Hand gefallen und schon hat man einen Sprung im Display. Motorola will diesem Ärgernis ein Ende bereiten und bietet uns mit dem Moto X-Force ein Premium-Smartphone mit einem unzerstörbaren Display an. Ob die Amerikaner halten, was sie versprechen, zeigen wir euch jetzt. Die technischen Daten. Das Moto X-Force ist 15 cm hoch, 7,8 cm breit und aufgrund der Wölbung zwischen 7,6 und 9,2 mm tief. Das Gesamtgewicht beträgt 169 Gramm. Das Display misst 5,4 Zoll und bietet uns eine QHD-Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln. Herzstück des Smartphones ist ein Qualcomm Snapdragon 810 Octa-Core-Prozessor mit jeweils bis zu 2 GHz Kerntakt. Daneben stehen noch 3 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung. Der interne Speicher ist wahlweise 32 oder 64 GB groß und kann mittels MicroSD-Karte um bis zu 2 TB erweitert werden. Das Moto X-Force kommt im typischen Motorola-Look daher. Die Front ist optisch relativ zurückhaltend, die Rückseite ist konvex gewölbt und bietet uns ein kleines Designelement, wo Kamera und Blitzlicht untergekommen sind. Untypisch hingegen ist das verbaute Material. Der rückseitige Deckel besteht bei unserem Testgerät nämlich aus gewebtem Nylon. Diese sorgt für eine tolle Optik und eine optimale Griffigkeit. Wem das nicht zusagt, der kann das Moto X-Force auch über den Moto Maker individuell gestalten. Der Bildschirm setzt sich aus 5 unterschiedlichen Schichten zusammen, die Brüche und Sprünge verhindern sollen. Ganz oben haben wir eine extrem harte Schutzfolie. Danach wurde eine Glasscheibe verbaut, 2 Touchscreens, falls einer mal ausfällt, und dann erst das richtige Display. Der Aluminiumrahmen hält abschließend alles fest zusammen und zählt für Motorola auch noch zum Bildschirm. Nun aber der Praxistest. Tatsächlich ist das Glas nach mehreren Stürzen auf den Boden nicht gebrochen. Dabei sollte man sich aber bewusst sein, dass das Smartphone trotzdem noch zerkratzt werden kann. Dennoch ein tolles Feature. Daumen hoch! Das AMOLED-Display löst mit 2560 x 1440 Pixeln auf und beschert uns dadurch eine sehr gute Bildpunktdichte von 544 ppi. Einzelne Pixel sind damit nicht mehr sichtbar und alle Inhalte werden schön scharf dargestellt. Zudem überzeugt der Bildschirm mit satten Farben und kräftigen Kontrasten. Die maximale Helligkeit kommt zwar nicht an die Flaggschiffe von Sony, Apple oder Samsung heran, liegt aber noch im grünen Bereich. Dank IPS überzeugt der Screen weiterhin mit einer sehr guten Blickwinkelstabilität. Sehr gut gemacht! Für die Performance ist ein 8-Kern-Prozessor verantwortlich, der mit 3 GB Arbeitsspeicher unterstützt wird. Der Qualcomm Snapdragon 810 ist immer noch einer der leistungsfähigsten Prozessoren auf dem Markt. Dementsprechend sind alltägliche Aufgaben und leistungshungrige Spiele kein Problem für das Moto X-Force. Daumen hoch! Was die Software betrifft, haben wir hier Android 5.1.1 vorinstalliert, wobei es sehr früh ein Update auf Android Marshmallow geben soll. Das OS ist kaum verändert, nur 4 hauseigene Apps hat Motorola installiert. Erwähnenswert ist hierbei die Moto-App, die wir schon bei anderen Motorola-Smartphones vorgestellt haben. Zusammenfassend handelt es sich hierbei um eine App für Sprach- und Gestensteuerung. Außerdem kann man einige nützliche Befehle festlegen, die dann automatisch befolgt werden. Hier haben wir nichts zu meckern. Rund um die Konnektivität haben wir eine üppige Ausstattung. GPS, NFC, Bluetooth 4.1 und sogar einen Infrarotsensor. Das Moto X-Force hat außerdem eine Dual-SIM-Funktion an Bord mit einer kleinen Besonderheit. Das Moto X-Force erkennt nämlich automatisch, über welche SIM-Karte und damit über welches Netz man gerade den besseren Empfang hat. Vorausgesetzt, es handelt sich um 2 verschiedene Netzanbieter. So ist die Chance wesentlich höher, immer online und erreichbar zu bleiben. Diese Funktion kann man freilich auch abschalten. Eine sehr gute Idee. Der verbaute Akku fasst 3760 mAh und sorgt für eine extra lange Betriebslaufzeit. Bei durchschnittlicher Nutzung hält das Gerät 2 Tage durch. Wer durchgehend im mobilen Netz surft, muss erst nach 14 Stunden zum Ladekabel greifen. Im Lieferumfang enthalten ist zudem ein Schnellladekabel, das den Akku des Moto X-Force in 15 Minuten für eine Betriebslaufzeit von 13 Stunden lädt. Außerdem lässt sich das Smartphone auch kabellos aufladen. Klasse gemacht! Unser Fazit: Das Moto X-Force hat vor allem mit seinem bruchsicheren Bildschirm für Schlagzeilen gesorgt.
Dabei ist dies nicht die einzige Stärke unseres Testgeräts. Wie man sehen konnte, punktet es in fast allen Disziplinen mit der Bestnote. Einzig der Preis ist etwas hoch angesetzt, wobei dies bei den Konkurrenzmodellen nicht anders aussieht. Wir geben abschließend 5 von 5 Cyberstars.